Juhu! Boom! Zero damage. Video game logic. Assassin's Creed. Das alles. Und noch viel mehr, dieses Game zu bieten. Hello, Dolly. War doch kein Police Guy. Schade. Na gut. Machen wir uns trotzdem auf den Weg. Main Bus Station. Ich denke, wir haben gut AOE clear. Um es mal so auszudrücken. Mit Molotovs und allem. Also das sollte kein Problem sein. Wir haben Premium Throwing Star. So ein Premium hast du nicht gesehen. Dass wir hier werfen können. Also wir sind ganz gut ausgestattet. Irgendwo ist wieder ein Runner unterwegs. Whoops. Whoopsala. Das war nicht geplant. Ah, hier bist du. Macht das doch nicht schwerer, als es sein muss. Meine Herren. Ein netter Auftritt auf jeden Fall. Okay. On the way. Nehmen wir mal den Weg, das sieht interessant aus. That's Kareem on the radio. Ja, den man auf jeden Fall nicht hören kann. Okay. Okay, Safe Zone ist auch da ganz in der Nähe, aber... First things first. Oh, das ist... Sieht nach einer Area mit extrem viel Goodies aus. Yeah. Good shit. That's good stuff. That's real good stuff. Oh mein Gott. Really? Keine Zombies in der Nähe? Must be my lucky day. Shit. Okay, keine... Jetzt haben wir auf jeden Fall nur noch 99 Lockpicks übrigens. War das nicht hier gerade? Nee. What the fuck? Ah, okay. Jesus! Okay. Hoffentlich Ammo. Okay. Haben wir sogar. Ein Gladiator. Auch schon die Zombies, die ich allerdings nicht sehe, von daher okay. Also sobald ich wieder ans Lock gehe, kriege ich wieder die Sounds oder was, sind die Sound Cues. Kommt da fuck on. Ach, da oben. Ja, okay, der sieht uns noch nicht, also alles gut. Jetzt haben wir das Lock resettet und ich wusste ungefähr, wo der Sweet Spot ist. Na, hat sich nicht viel verschoben. Aber denn hier? Oh! Dallas! Hey, die haben uns auch alle noch nicht gesehen. Also warum unnötig auf uns aufmerksam machen? Medkits, oh yeah. Got him. Bellhook Blade haben wir ebenfalls. A very hard lock, aber ja. Ist ein bisschen zu viele Zombies. Als dass ich da jetzt einfach problemlos was versuchen würde. Würde es nicht down? What?
Noch einer. Bin lange Zeit auf der Map. Nicht vergessen. Whoop. Buckshots. Okay, okay. Billhook Blade ist nicht so meins, weil man greift zwar schnell damit an, aber man kann die Gegner eben nicht zurückstoßen damit. Deswegen nicht so meins. Oder was? Chef's Knife? Ja, okay. War Chef's Knife, never mind. Alles gut. Alles gut. Ein kleines Problem. Den Kollegen schalten wir auf jeden Fall problemlos aus, allerdings. So. Okay, dann werfen wir mal ein paar Firecrackers hier hin. So, die Batteries müssten hier vorne drin sein. Hier ist natürlich keine. Das heißt, wahrscheinlich sind sie in den verschlossenen. Das kann ich mir gut vorstellen. Dass das Game hier sowas bringt. Back off. Na, hier können wir nicht aufschließen. Okay. Damn it! Okay. Können wir finishen hier? Leider nicht. Ey, Jungs, mal ernsthaft, ne? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Fuck off. Kommen die halt, versammeln die sich einfach alle mal hier unten. Wie kackendreist kann man denn sein? Mal ernsthaft. Für den Kollegen da interessiert es relativ wenig, aber für den habe ich auch was. Jesus. Tür zu. Auch nicht. So. Nummer, Battery Nummer 1. Nicht aufschließen, schade. So, alle mal kurz durchlassen. Dankeschön. Get the fuck off. Boy. Bisschen Respekt und so. Ein bisschen Manieren. Wow. Das zieht Damage auf jeden Fall. Okay, hier brauchen wir alte Methoden anscheinend. Für den. Schon down. Na, vielleicht müssen wir ihn gar nicht killen. Moment, das ist schon offen. Das heißt, hier ist keine Battery. Yep. Allerdings, allerdings. Moment. Ja, das war auch noch verschlossen, okay. Na, easy. Den Loot abholen hier natürlich, den wir uns auf jeden Fall verdient haben jetzt. Mit der Lightshow, die wir hier veranstaltet haben. Ich muss eigentlich, ich würde sagen, irgendwo noch ein Arrow rumliegen. Genau. Den haben wir auch schon durchsucht. Ja, hab ich gleich gesehen hier. So, zwei Stück haben wir schon. Das heißt, zwei verschlossene müssen noch irgendwo sein. Ah, okay. Wunderbar. Ah.
glaube ich, der erste, den wir hier ausgecheckt haben, der hier. Ja. Okay, gehen wir das Ganze von links nach rechts durch. Wir stellen da so einen Großteil. Oh, komm her. Einen Großteil der Zombies schon gelegt zu haben, was auf jeden Fall ganz gut ist. Ein paar Sorgen weniger. Nice. Ach, nur drei oder was? Das waren vier. Stupid American cannot even count. Wrecked. Whoops. Wow. Wie hat er das in Flammen gesetzt? Das macht null Sinn, Game. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, no! Ich wollte ihn ins Feuer schubsen. Aber, okay. Whoops. Das gibt ein paar Abzüge in der B-Note auf jeden Fall. Goddammit. Okay, das passt sogar perfekt allerdings, weil hier kann ich dann mal ein paar Sachen auch ein bisschen Kohle dafür kriegen, wenn ich da was verkaufe. Hast du eventuell auch Ammo? Das wäre wunderbar. Ja, hast du sogar. Wie viel Kohle haben wir? 6000, ja, hallo. Natürlich! Rifle Ammo. Yeah! Kein Slot, immer noch nicht. Merkwürdig. Ja, nehmen wir einen Badge. Beide zu craften ist, glaube ich, leichter, als dafür Kohle auszugeben, davon mal abgesehen. Aber okay. Wir nehmen es. Wir nehmen es auf jeden Fall. Okay, da unten müssen wir hin. Vorher habe ich allerdings gesehen, wir haben da oben noch eine Safe Zone. Würde ich sagen, securen wir die doch einfach mal. Denn es sind, glaube ich, nicht mehr ganz so viele Survivor-Punkte, die wir brauchen. Gerade haben wir einen ordentlichen Schwung verloren, aber die können wir eventuell gut wieder mit reinholen, wenn wir hier eine weitere Safe Zone erstmal wieder für uns clearen. Wen? Was? Worum geht's? Ich glaube, ich bin nicht eingeweiht. Kann das sein? So, Tür zu. Hier haben wir nur meine Freunde anscheinend, so wie es aussieht. Herrlich. Okay, repairen wir das Ganze. Ach Gott, der auch noch. Der auch noch. Er hat gerade noch gefehlt. Aber gut. Wir haben unsere Methoden. Okay, thanks. Idiot. War schon, okay. Die einzigen, die mehrere... Okay. Die mehrere Kopfschüsse auch aushalten. Wir machen jetzt immer eine kleine... Eine kleine Leatherface-Nummer mit dem hier. Oder mit den beiden. Okay, schon down. Ah, auch schon down. Umso besser. Schnell weg da. Jetzt uns mal irgendwie eine Krankheit holen oder was. Good. Let's secure... Boop. Sehr gut. Wunderprächtig. Weitere Safe Zone, die wir hier unser eigen nennen können. Und auf geht's zur Quest. Wobei diese Leatherface-Waffe hier nicht so meinen Ansprüchen entspricht irgendwie. Diese Körperteile abtrennen mit hier so Slice Weapons gefällt mir dann doch noch einen Ticken besser. Muss ich sagen. Muss ich sagen. Wird dafür bezahlt. Das auch hier für Safe Zones normalerweise. Aber wäre schon aktiv, aber... Das sieht nicht nach Safe Zone Material aus hier. Dieses kleine Shed.
war Shaq, ja? Shaquille. Ja, war klar, dass das verschlossen ist. Das war mir klar. Warum sind hier so viele Firefighter-Kollegen hier unterwegs? Oder Heavy Rubber-Zombies? Gefällt mir irgendwie nicht, so muss ich sagen. Hab da andere Vorlieben. Das lassen wir lieber. Ja, der Kollege war schon relativ nah. Okay, da kommt normalerweise ein Zombie immer durchgebrochen. Ab und an. Anscheinend. Das ist ein sehr guter Spot allerdings für so einen Wagen, weil hier kann man schlecht von Zombies umrandet werden. A weapon ineffective schon wieder? Hey, da ist repaired. Na gut. X-Rise Safe Zone hier oder was? Oh, da hinten sehe ich wieder was Lustiges. Get the pistol! Achso, das ist ein Survivor. Ich dachte, das wären wieder Rise und irgendwie ein Drop. Yeah! Mm. What's up? I didn't think we had a prayer until you turned up. You showed them. Take it as a token of gratitude. Ab schon. Okay. Also 1000 Punkte, wenn man eine Safe Zone secure und 2000, wenn man Survivoren hilft anscheinend. Good stuff. Oder waren das hier die 300? Die 2000 haben wir gerade für irgendwas anderes bekommen anscheinend. 300 für Survivor retten macht schon mehr Sinn, allerdings. Wobei die auch nicht so üppig gestreut sind, muss man dazu sagen. Wo krieg ich die ganzen 300 Punkte? Ich meine, ich beschwere mich nicht, aber... Keine Ahnung, wo ich die ganzen 300 Survivor-Punkte die ganze Zeit gerade herbekomme. Wie gesagt, beschweren lege mir der fremd, aber... Ja, trotzdem interessant zu wissen, ob ich die auch wirklich verdient habe. Also, wenn mir das Game das gibt, dann... Wird das Game wohl sagen, ja. Nimm du es, ich hab es sicher. Ah ja, das war hier, ja. Ich erinnere mich. War ja erst vor ein paar Momenten. What up? Here are your batteries. Bitte check them for bite marks. Well done. Ah, no problems with the counting part of the mission? How much more do you need to do on this project? Hatte ich sogar. Fuck. None of your business. Goodbye. Okay, fuck you too, guys. So langsam könnte man ein Level abbekommen. Ja, mal kurz sehen. Survivor Rank, Next Level, 50. Oh Gott, okay, das dauert noch ein bisschen. Okay. Okay, wir sind fast, steigen auf fast wieder ein Level in Sachen Combat auf. Was haben wir denn hier? Including the tower, survivor named, moved out of the tower and live room for building somewhere and this train station. The better getting gas back on. Medium, hard. I've agreed turpentine from the train yard warehouses. Difficulty hard. Medium, medium. Die Mission haben wir schon relativ lange. Volatiles, I gather. So you trigger the trap, switching on the three substations to return the power and activate the trap. Okay. War von Alfie.